Hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Ich bin Dr. Wolfsherz, freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir sehen uns gerade die neuen Felder aus der Vogelperspektive an. Sieht doch wunderschön aus. Wir haben jetzt 12 Stück. Das ist eine deutliche Verbesserung. Vorher hatten wir 5 Felder. Haben wir hier jetzt noch einen neuen Platz geschaffen für, ich sag mal, also dieser Bereich hier so, für eine etwas bessere Organisierung oder Organisation der LPG. Hier haben wir noch ein bisschen Stadtgebiet vielleicht gewonnen. Ich will das mal mit einem Feldweg schon mal vielleicht irgendwie eingrenzen. Das wird wieder eine Herausforderung, da übers Gleis zu kommen, aber das funktioniert hier scheinbar wohl. Na komm, da war's doch gerade. Ja, wobei... Wo snappt der denn da jetzt an? Das ist ja interessant. Das ist aber gut, weil dann können wir hier nämlich... Ja, eine schöne Kurve drüber setzen. Nanu? Na komm, das hat doch vorher auch gepasst. Oh, jetzt will er wieder nicht. Er ist schon echt zickig, ne? Also... Oh komm, das hat doch vorher hier gepasst. Gut, dann machen wir es jetzt da. So wählerisch bin ich dann auch nicht. Dann gehen wir hier in die Kurve. Ein interessanter Snap-Punkt, ja? Okay, also hier nochmal die Möglichkeit, was zu bauen. Und ja, da wir jetzt kein Pflanzenwachstum mehr haben, darf ich auch N drücken, um hier die hässlichen Stellen zu überarbeiten. Und hier sind noch so ein paar andere Bereiche. Da stellen wir nochmal den Boden wieder her. Vielleicht kriegen wir damit so ein paar Stellen wieder hübscher. Ja, ist insgesamt besser geworden. Hier machen wir das auch nochmal. Sehr schön. So muss das sein. Gut, okay. Ich denke, so können wir es da lassen. Ja, aber wir bauen jetzt hier nichts hin. Wir gucken uns erst nochmal die Zufriedenheit unserer drei Wohnblöcke an. Also hier haben wir 74, 67 und 65. Also, definitiv können wir jetzt sagen, dass die Zufriedenheit hier steigt. Hier sind immer noch einige nicht gestillte Bedürfnisse. Gebäude wegen schlechten Wetters geschlossen. Oh, der Auto, der ist doch überdacht. Warum soll ich jetzt nicht... Das ist doch sogar eine Halle. Warum soll ich hier keinen Autoscooter fahren können jetzt? Das verstehe ich nicht. Es gibt Dinge, die ich einfach nicht verstehe. Okay. Ich muss aber sagen, dass ich hier natürlich auch nicht im Kunst... im Kulturbereich bin. Ah, das juckt mich natürlich in den Fingern. Ne? Das ist aber teuer, aber mal schauen, was es kostet, wenn wir es selbst bauen. Das haben wir doch alles. Da
Das könnten wir doch selbst bauen. Und das, hört mal, das wäre, oh, 396 Tonnen Stahl. So viel haben wir definitiv nicht. Und Stahl ist sehr teuer. Der Fernsehsender ebenfalls in der Kategorie. Aber sonst hätten wir es eben bauen können. Ne? Aber das mit dem Stahl, das ist definitiv zu viel. Sollen wir hier noch einen Pool bauen? Eigentlich müssten die Leute in diesen Pool kommen. Von der Reichweite passt das nämlich. Ja, das ist in Ordnung. Dann lieber nochmal was Kleineres vielleicht. Irgendwas, was wir selbst bauen können, was nicht endlos viel Stahl kostet. Die Galerie der Kunst haben... Nee, die Galerie der Kunst haben wir noch nicht. Doch, haben wir sie schon. Nee, die haben wir nicht. Dann gibt es jetzt noch eine Galerie der Kunst. Ja, und jetzt wünschte ich, dass ich die Straße, dass ich das Geschäft anders angelegt hätte. Aber hier passt es mal, dass noch eine Straße runtergeht. Und das bauen wir aus eigener Kraft. So. Nochmal ein bisschen Kultur für unsere Leute hier. Wir haben 23 Häftlinge und inzwischen, ja, wir hatten ja schon viele geflohene Häftlinge. Was daran lag, dass wir zeitweise keine Wärter hatten. Im Moment sind aber viele Wärter da. Und das sieht gut aus. Kleidung wird geliefert. Essen wird geliefert. Kleidung scheint mir ein bisschen wenig zu sein. Hier sind momentan wieder 2 Tonnen verfügbar. Arbeiterzahl gefällt mir sehr gut. Das ist ja das Hauptproblem gewesen, was wir zeitweise hatten. Und ja, wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, wie ich diese Stadt aufgebaut habe, ne? Wir haben ja hier mit diesen Häusern angefangen und das war ja so das Zentrum. Da hat sich die schon ganz schön entwickelt, aber wir haben halt eine Riesenkarte und ich habe das nicht gut genutzt. Wir hätten, aber es sieht halt eben auch alles so weit weg aus, sage ich mal. Ne? Wenn ich hier so einen riesen Hausblock baue, dann ist das die Mine hier oben, das ist schon alles weit weg. Aber ich wünschte, ich hätte zum Beispiel diese ganzen Sachen etwas weiter hier gebaut oder hier hinten vielleicht. Und diese Industrien auch alle ein bisschen weiter raus. Weil, ich sag mal, wenn wir mit den Bussen die Arbeiter hinfahren, dann ist es egal, ob die jetzt bis hier fahren oder, ich sag mal, bis da. Und dann das Ganze hier passiert wäre. Wir hätten einfach noch ein bisschen mehr Platz für die Stadt gehabt. Und es wird also wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir eine zweite Stadt bauen. Aber ich möchte zunächst, dass wir finanziell stabil sind. Und es wird jetzt wahrscheinlich einige Folgen dauern, diesen Status vernünftig zu erreichen. So, im letzten Monat hatten wir wieder ein Plus. Ja, das müssen wir uns so gar nicht anschauen. Das ist nur sehr deprimierend. Das Problem ist halt immer, das Hauptproblem waren hier die Einwanderer, die wir bekommen haben. Wieso haben wir denn im letzten Monat wieder 84.000 Einwanderer bekommen? Oh, könnte es sein, dass hier... Na, die Häuser sind halt fertig geworden. Und könnte es sein, dass da eingeschaltet war, dass Einwanderer kommen? Habe ich das wieder an? Ja, das ist wieder an! Oh, wie ärgerlich. Das müssen wir ausstellen. Wenn wir nämlich jetzt Häuser bauen, dann sind das immer Häuser, in die unsere Bürger ziehen, die hier aufgewachsen sind oder die hier entstehen, um es mal so zu sagen. Da möchte ich nämlich den Leuten aus unserer eigenen Republik den Vorzug geben. Ja. Wir müssen noch eine Stahlindustrie bauen. Das können wir momentan mit den finanziellen Mitteln zwar stemmen. Und Stahl zu exportieren bringt sicher auch viel Geld. Und ich glaube, dass die Stahlproduktion der eine Notnagel ist, den ich jetzt auch nutze, um nochmal ordentlich anzukurbeln. Also unsere Wirtschaft anzukurbeln. Und das bedeutet, dass wir die Stahlindustrie irgendwo hier aufbauen müssen. Wir wissen ja, dass wir hier irgendwo Eisen haben. Wir können das auf der Karte nochmal kurz überprüfen. Moment. Also. Eisen. Ja, hier mehr. Ne? Also in diesem Bereich. Hier. Wir bauen mal, oder wir nehmen mal kurz eine Eisenmine. Hier müssen wir natürlich auch, das ist echt weit für Arbeiter, aber gut.
Was nicht anders geht, geht nicht anders. Wir schauen mal kurz nach den Minen. Oh, wir haben noch Kernenergie. Und hier das ganze Zeugs, Flugzeug und Autoproduktion. Oh, da gibt es noch richtig viel zu tun. Die Elektronikmontagehalle und die Fabrik für elektrische Komponenten, die dann halt Kunststoffe braucht. Das wird wahrscheinlich aus Öl gemacht. Und Chemikalien, die wir... Ja, wir können natürlich... Eigentlich können wir schon ein Chemikalienwerk machen, glaube ich. Ah, da müssen auch Pflanzen rein. Und Öl. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Chemikalien bringen nämlich auch viel Geld. Aber die Pflanzen. Aber die Pflanzen. Ich würde mal wetten, dass das alles schon wieder... Ja, ist schon alles wieder aufgebraucht. Hier ist schon wieder Automatikkauf. Na, das ist echt bitter. Hier findet immer noch Ernte statt. Hier sind auch noch ein paar Tonnen Getreide. Die müssen auch rein, bevor es schneit. Alles, was nicht weg ist, bevor es schneit, und das ist meistens im November, verfällt. Ja. Das heißt, was diese LPG auf jeden Fall braucht, ist mehr Abtransport. Also, ja, wir müssen eigentlich alles neu kaufen. Für die nächste Saison, für 12 Felder reicht das nicht mehr. Was haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich würde sagen, wir brauchen 6 von jedem. Dann kann das in 2 Schüben gemacht werden. Das machen wir jetzt auch. Also wir kaufen noch einen Traktor, dann haben wir 6. Wir brauchen noch einen Mähdrescher. Haben wir 6. So, und dann würde ich sagen, 1, 2, 3, 4, 5. Nehmen wir erstmal noch einen 6. So. Gut, jetzt aber wieder zurück. Sollen wir eine Chemieanlage bauen? Weil auch Chemikalien lassen sich gut exportieren. Wir könnten das Ganze hier ans Gleisnetz anschließen. Das Öl kriegen wir über eine Pipeline irgendwie hier rüber. Wir haben immer genug Öl, das ist überhaupt kein Problem. Pflanzen importieren wir dann halt. Das schmälert etwas den Gewinn, aber Chemikalien sind so viel wert. Wir können das ja nochmal nachsehen. Die Chemikalien bringen... Hier. Wir haben auf den nach Verkauf sortieren. Also auf jeden Fall eins der vierstelligen Güter. Stahl ist noch weniger wert. Ich weiß halt nicht, wie viel Chemikalien wir kriegen. Also wie hoch das Volumen ist. Aber das ist natürlich schon enorm viel. Und wir würden natürlich auch viel Geld wieder sparen, weil wir dann unsere Stofffabrik auch mit eigenen Chemikalien versorgen können. Dadurch wird auch der Export der Kleider wieder wertvoller. Und es ist, glaube ich, einfacher, jetzt einfach eine Chemieanlage hinzustellen und irgendwie ans Netz zu kriegen, als eine komplette Stahlindustrie aufzubauen. Die nämlich braucht Kohle, Eisen, dann das Stahlwerk. Wie viele Arbeiter arbeiten hier? 60. Das ist auch eine angenehme Zahl, das kriegen wir auch hin. Im Stahlwerk arbeiten bestimmt mehr. Im Stahlwerk können 500 Leute arbeiten. Ne? Also, die Entscheidung ist getroffen. Wir bauen eine Chemieanlage. Mit den Chemikalien können wir später auch Kunststoff herstellen. Aber das ist dann natürlich noch eine andere Geschichte. So, es ist auch nicht so groß. Der Import für das Öl ist da. Oh, schade. Die Straße ist immer ungünstig, aber wir legen es einmal rum. Das ist ja kein Problem. So, und dann würde ich es vielleicht hier hinstellen. Und dann mit LKWs... Ja, wir brauchen noch eine Verladestelle. Aber gut, das kommt dann hinten raus. Moment, wieso hat der 2 Importrohre? Öl, was ist das zweite? Ach, die Pflanzen könnten wir darüber reinführen. Ja, die Pflanzen müssen wir... Die müssen wir hertransportieren mit Bussen, mit LKWs. Das Öl holen wir halt, ich stelle sie glaube ich so hin. So. So werde ich sie platten. So.
Können wir die aus eigener Kraft bauen? Ne, die mechanischen Komponenten fehlen. ...45 Tonnen Stahl. Die haben wir, glaube ich. Ne, wir haben nur 18 Tonnen. So. Arbeiter kommen von dieser Bushaltestelle. Wird alles aus eigener Kraft gebaut. Die mechanischen Komponenten bauen wir oder kaufen wir dazu, wenn alles andere da ist. Und der Stahl auch. Nee, was, ach, das macht auch keinen Sinn. Ich baue das jetzt direkt. Wir müssen einfach Geld machen und 60.000 jetzt ausgeben, damit wir schnell Geld machen können. Das ist echt noch sinnvoll. Muss man einfach auch mal die Relation sehen. Klar, natürlich sind 60.000 auch wieder ein Teil. Ne? Macht den Kohl nicht fett, wird so gerne gesagt. Doch, macht den Kohl schon fett. Aber Leute, wir müssen jetzt gucken, dass wir das hier hinkriegen. So, machen wir eben die Importleitung. Erstmal für die, fürs Öl. Und wir machen das natürlich unterirdisch. Das heißt, wir haben hier noch einen Ausgang. Das ist gut, den brauchen wir auch. Zu lang. Jetzt ist die Frage, was, wenn ich es kürzer baue? Wenn ich es direkter baue? Dann geht's. Guck dir irgendwo raus, die Leitung? Nö, alles gut. Dann bauen wir es halt direkter. Ich werde keine Pumpenstation dazwischen anschließen, wenn ich es mir sparen kann. Ne? Das würdet ihr auch nicht machen. Auch wenn es natürlich schön ist, wenn man Leitungen irgendwie so einigermaßen schön und parallel zueinander verlegt. Aber überall geht das halt nicht. Ne? Hier haben wir Spaghetti. Ja, es ist halt eben nicht überall so ohne weiteres möglich. So, das Chemiewerk ist schon fast fertig. Es ist fertig, sehe ich gerade. Okay, dann... Oh, nur 0,8. 0,8 Tonnen Chemikalien pro Tag? Das ist aber sehr wenig. Das ist aber sehr, sehr wenig. Also, bei maximaler Produktion, ja. Was ist denn das hier? Wo stand denn da drin? Ich habe nur unten geguckt, die Pflanzen und Öl, weil das die Importwarenhäuser sind. Die brauchen auch Kies und Holz. Ja, okay. In dem Fall hätte ich das Ding vielleicht da oben gebaut. Direkt ans Kies dran.
Jetzt ist die Frage, sollen wir den Kies jetzt mit... So, also hier kommt jetzt erstmal noch ein Holztransporter hin. Wo ist er? Offener LKW. 9 Tonnen. 7 Tonnen. 7,8. Ach, ich gucke falsch. Der hier. Den wir eigentlich immer nehmen. 13 Tonnen Bretter. So. Na, erstmal nur einer. Wie viele Bretter brauchen die pro Tag? Wenig, kein Problem. Reicht ja locker aus. Pflanzen. Pflanzen kaufen wir. Kies liefern wir an. Kies und Holz liefern wir an. So, das heißt, wir brauchen... Ja, Kipper haben wir ja genug. Das heißt, wir fügen einfach das Gebäude hier noch zu. Und was laden wir hier dann ab? Ja, Kies und Holz. Ja, okay, alles klar. Wir haben kein Importgebäude für Nahrung hier in unserem VZ-Industrie. Deswegen wird hier auch keine Nahrung angezeigt. Obwohl das Gebäude sie annehmen würde. So passt es aber schon. Okay. So, der Ölimport. Warum läuft der jetzt nicht? Oh. Oh. Weil der Export hier kein Öl sein kann. Das ist nur die Raffinierten können exportiert werden. Das heißt, das Öl müssen wir direkt anschließen. Ist das auch noch wieder umsonst gebaut worden von mir? Das regt mich ja jetzt schon ein bisschen auf. Das regt mich schon ein bisschen auf. Wir müssen hier an dieses Ölding dran. Wir müssen hier noch eine Station zwischenbauen, die das einmal aufteilt. Die stellen wir hier hin. So, ein Eingang, unterirdisch. Ein Eingang, mehrere Ausgänge brauchen wir. Straßenanschluss so rum. Direkt kaufen. Einmal Anschluss. Das ist wahrscheinlich nicht möglich. So. Und der zweite geht dann daraus. Hoffentlich kommen wir mit der Länge klar. Natürlich nicht. Das ist sehr frustrierend, Leute. Sehr, sehr, sehr frustrierend. Okay. Wir haben eine Mod-Verlängerungspumpe. Die suche ich mir mal eben raus. Oh Gott, wo finde ich die? Ja, Förder-Pipeline-Motor. Da, Forwarding-Pump. Unterirdisch. Gibt es die unterirdisch? Wahrscheinlich nicht. Okay.
Jetzt müssen wir hier ein bisschen achten, dass wir nicht leer laufen. Sieht aber gut aus. Hier ist schon voll, der verbraucht halt auch nur wenig, ne? Also, ist überhaupt kein Problem, das so anzuschließen. Gut, dann haben wir schon die ersten Arbeiter da. Jetzt fehlt nur noch Kies und Holz. Aber da müsste eigentlich schon jemand unterwegs sein. Schauen wir nochmal, ob das der Fall ist. Noch keiner unterwegs? Warum nicht? Ja, das erklären wir mal, warum da keiner unterwegs ist jetzt. Kohlelager, kommt die Kohle? Ach, ja, okay. Die anderen Gebäude fehlen noch. Wir brauchen die Kiesverladestelle. Ist bereits einem anderen... Ist das ein Problem? Das ist jetzt die Frage, ne? Warum war das überhaupt einem anderen Gebäude zugewiesen? Ach da, VZ Industrie und Gewerbe. Moment mal. Warum haben wir hier eigentlich überhaupt noch ein VZ Industrie? Wenn wir doch jetzt eigentlich das haben. Hä? Zementwerk, Kohle? Ach so. Ja, ist aber okay. Wir können den hier benutzen durchaus. Ich wundere mich gerade nur. Ja, da macht der ja tatsächlich auch nur Industrie und der andere, der Große, macht Industrie und Gewerbe. Das passt schon irgendwie. Also, so, Kiesverladestelle. Da holen wir Kies. Dann kann das hier schon mal entladen werden. Und da müssen wir noch das Holzlager hinzufügen. So. Hier. Nee, das sind Bretter. Holz gibt's. Oh Gott, Holz gibt's ja ganz hier hinten. Brauchen wir denn wirklich Holz? Ja. Also hier. So. Und da beladen wir. Moment, beim Sägewerk wird beladen. Und zwar Holz. In der Hoffnung, dass auch immer was da ist, aber das ist der Fall. Wunderbar. So, dann müsste jetzt aber auch ein Truck unterwegs sein. Jawohl, der Kipper fährt schon mal und holt Kies für die Chemieanlage. Und jetzt fährt der los und der holt... Ja, der holt Holz für die Chemieanlage. Wunderbar. Gut, dann haben wir das Ding bald in Betrieb und haben unsere eigenen Chemikalien. So, VZ Industrie und Gewerbe. Jetzt geht's nämlich los. Hier müssen wir jetzt erstmal ein neues Fahrzeug haben, und zwar ein Tankfahrzeug. Und da brauchen wir eigentlich nicht die Riesenkapazität, aber ich würde gerne einfach aus Gewohnheit wieder diesen hier nehmen, weil der einfach... Ja, weil der einfach gut aussieht und auch passt. Wir nehmen wieder den. So. Damit wir Folgendes machen können als Gebäude, nämlich einmal das und einmal, ja, das ist ja eh schon zugefügt. Das heißt, wir müssen nur noch einstellen, dass wir bei der Chemieanlage Chemikalien laden und dass wir bei der Stofffabrik auch Chemikalien entladen. So. Dann hätten wir das nämlich schon mal eingestellt. Und das, was dann hier übrig ist, das müssen wir noch irgendwie über den Bahnhof verschiffen. Den würde ich hier irgendwo bauen. Aber vielleicht brauchen wir auch ein Chemikalienlager. Weil wir können nur 3 Tonnen speichern. Werden Chemikalien dann auch in diesen Tanks gepackt? Nee, ne? Wo werden Chemikalien gelagert? Das ist jetzt die Frage. Müsste ja aber eigentlich... Wie werden Chemikalien denn transportiert? Ah, hier. Einfach Warenhaus. Okay. Ja, dann würde ich ein Warenhaus dazwischen schließen. Also sprich irgendwie so. Ja, dann dahinter ein Bahnhof. Den Bahnhof dann hier. Und dann hier einfädeln. Irgendwie so.
Ach ja, übrigens, Züge können nie länger werden als dieses Versorgungszentrum. Das heißt, das ist eigentlich ein guter Maßstab. Und wir brauchen die Weiche deswegen nicht hier hinten. Wir können die weiter nach vorne setzen, sodass wir uns hier dann auch tatsächlich einfädeln können. Oder wir fädeln uns da ein. Aber dann, dann wird es mit den Anschlüssen ein bisschen schwierig. Ja, wir können einmal hier so im Kreis fahren, ne? Das geht schon irgendwie. Das kriegen wir hin, Leute. Aber das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.